Was macht der Klimawandel mit uns? Wie können wir die Ressourcen auf dieser Erde gerecht verteilen? Und die Frage, wie verändert die künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft? Das sind Fragen, die sich viele von uns stellen. Die Frage, wohin entwickelt sich die Menschheit? Aber es gibt auch Menschen, die sich nicht nur fragen, wohin sich die Menschheit entwickelt, sondern die Frage, woher kommt die Menschheit eigentlich? Eine von diesen Menschen, die diese Frage stellt, ist Madeleine Böhme. Sie ist Paläontologin an der Universität Tübingen. Frau Böhme, Sie waren jetzt 4 Jahre lang am Graben im Allgäu. Sie haben 15.000 Fossilien mitgebracht. Und mit welchen Erkenntnissen sind Sie heute hier? Mit einer reichen Erkenntnistruhe, möchte ich mal sagen. Wir haben 11 Jahre gegraben, fast. In den letzten 4 Jahren war die Grabung aber besonders erfolgreich. Und wenn ich ein was herausstellen kann, und das tue ich hier gern, wir haben Menschenaffen gefunden. In Deutschland? In Deutschland, in Süddeutschland, in Bayern, im Allgäu. Hätte ich nicht gedacht. Ja, gedacht, das Afrika ist, wäre ja so die Wiege der Menschheit. Das ist richtig. Die Wiege der Menschheit ist ein spezielles Thema, aber Menschenaffen haben natürlich in ganz Eurasien und in ganz Afrika in Vorzeit gelebt. Die Artenanzahl war viel höher, als sie heute ist. Wir kennen insgesamt, wenn wir alle fossil bekannten Arten zusammennehmen, 100 Menschenaffenarten. Mhm. Keine allerdings ist vergleichbar mit den neuen Funden aus dem Allgäu. Und wie heißt Ihr neuer Fund? Der neue Fund heißt Danuvius guggenmosi. Sie werden vielleicht fragen, ja, was das bedeutet. Nun, Danuvius ist ein keltischer Flussgott. Und tatsächlich haben wir die Knochen von Danuvius in einem Flusssediment gefunden, mhm, in einem meandrierenden kleinen Bach. Und da die Region des Allgäus lange Jahre natürlich vor unserer Zeit besiedelt worden ist von Kelten, haben wir eigentlich versucht, auch einen keltischen Bezug herzustellen. Also Danuvius ist der Flussgott, der Name der Donau und der Name des Dons beispielsweise findet sich darin wieder. Guggenmosi geht auf den Entdecker der Fundstelle zurück, Sigulf Guggenmos, ein Hobbyarchäologe, Träger des Bayerischen Archäologiepreises 2014, ein Mann, der meine große Hochachtung genoss, der bis zu seinem Tode letztes Jahr, leider ist er verstorben, unsere Grabung immer mit sehr großem Interesse verfolgt hat. Er ist sozusagen der Pionier dieser Fundstelle. Wunderbar. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, was Sie da so gefunden haben oder was für Schlussfolgerungen Sie gezogen haben. Wir haben Ökosysteme ausgegraben, die über 11 Millionen Jahre alt sind. Ganz konkret, eine Flussrinne ist 11,62 Millionen Jahre. Und diese Flussrinne ist voller Wirbeltierfossilien. Insgesamt haben wir 115 Arten von Wirbeltieren ausgegraben. Darunter Fische, Amphibien, Reptilien, Säugetiere, kleine, große Säugetiere, Vögel und eben besagten Danuvius guggenmosi. Und was bedeutet der für unsere Menschheitsgeschichte? Nun, Menschenaffen zu finden und sie zu analysieren, ist ja eine seltene Chance, die einem bietet, sich bietet. Was wir nicht geahnt hatten, war, dass die Funde, die im Übrigen 37 Stücke umfassen, die zu 4 Individuen gehören, vielleicht fange ich mit der Anzahl der Individuen an, wir haben einen relativ komplett, also Großteil, ein Teilskelett eines männlichen Individuums, wer sich übrigens Udo nennen, wir können vielleicht auf die Frage, wie es zu diesem Namen gekommen ist, nochmal zurückkommen. Wir haben 2 Weibchen und wir haben ein Jungtier. Wir könnten auch sagen, wir haben eine Art Urfamilie. Mhm. Nun, die Analyse, das Studium der Knochen, vor allem des männlichen Individuums von Udo, hat im Laufe der 2-3 Jahre währenden Untersuchungen eine erstaunliche Ähnlichkeit, nicht etwa, wie man erwarten könnte, zu den lebenden Menschenaffen gezeigt, sondern dem Menschen. Das heißt, wir hatten Funde, ganz gewisse Körperregionen, die mehr Ähnlichkeiten mit dem Menschen hatten, als mit jedem bekannten heute lebenden Menschenaffen. Sie gehen ja nachher noch drauf ein. Ich fand spannend, wie Sie präsentiert haben, dieses Bild, wo alle kennen, wo der Affe sich zum Menschen entwickelt. Mhm. Und da fand ich spannend, was Sie da dazu gesagt haben. Können Sie das uns noch mal so ein bisschen? Ja, sehr gern. Also dieses Cartoon oder diese Zeichnung geht zurück auf ein Buch aus dem Jahre 1965 von Clark Howell, Early Man. Und er nannte diese Karikatur, das ist gar keine Karikatur, es ist später karikiert worden, diese Zeichnung Ascent of Man, der Aufstieg des Menschen. Und er hat wohl wie keine andere Zeichnung die Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts bis heute geprägt. Es ist regelrecht ein Symbol, es ist regelrecht ein Adäquat, was wir als Evolution bezeichnen. Das heißt also, der
Aufstieg des Menschen von einem, und jetzt brauchen Sie nicht nur die Bilder anschauen, von einem Wesen, das dem Schimpansen ähnelt, bis hin zu einem aufgerichteten, ja, vollendeten Wesen. Das Problematische, und das hat auch viel Kritik eingebracht an dieser Zeichnung, ist, dass die linke Hälfte dieser Reihe damals komplett imaginiert war. Das heißt, die Fossilfunde, die es zu diesen einzelnen Taxa gaben, waren Zähne oder vielleicht ein Kiefer. Das heißt, überhaupt keinerlei Aussage über die Körperhaltung. Das heißt, der linke Abschnitt, der zentrale Abschnitt ist, nämlich das sich Aufrichten, ja, von einem Wesen, das dem Schimpansen ähnelt, immer menschlicher werden, das ist eine komplette Fiktion gewesen. Es gab keinerlei Fossilien, die das belegen. Jetzt haben wir welche und jetzt erkennen wir, dass ein Großteil dieser, ja, dieser fast schon symbolischen, für die Evolution symbolischen Karikatur nicht korrekt ist. Und was korrekt ist, das zeigen Sie uns jetzt noch gleich, oder? Da würde ich mal ausgehen. Ja. Ich zeige Ihnen als erstes mal unsere 37 Knochen, die wir zu Danuvius Guggenmosi stellen. Sie sehen auf der linken Seite in blau eingerahmt hier das männliche Skelett, dieses von uns Udo genannte, weil es etwa zu 15% bekannt ist, und zwar wesentliche Körperpartien. Wir haben, wie ich erwähnte, ein Jungtier, von dem wir Milchzähne haben, also sehr wertvoll für verschiedene biologische Analysen. Und wir haben zwei weibliche Individuen. Und diese zusammen sind sozusagen der Typus der neuen Art Danuvius Guggenmosi. Und wenn ich mal drei Schlagworte nennen möchte, Sie haben also übrigens hier die linke Gesichtshälfte, die wir ganz gut rekonstruieren können von Udo. Drei Schlagworte, was sozusagen die Funde, die heute publiziert wurden, was die so außergewöhnlich macht. Das ist, wir können zeigen, dass der aufrechte Gang, die Bipedie, die wir als menschlich wahrnehmen, dass die schon beim Menschenaffen entstanden ist. Wir können gleichzeitig sagen, dieser Prozess, dieser evolutive Prozess der Entstehung der Bipedie ist deutlich älter, als wir das bisher glaubten. Die bisherige Forschung ging davon aus, 6 Millionen Jahre sind die frühesten zweibeinigen Bipeden-Dividien. Jetzt haben wir mit Danuvius, können wir zeigen, dass es wohl über 12 Millionen Jahre her ist. Und das dritte Wesentliche, das Ganze passiert in Europa. Mhm. Spannend. Und Bipedie heißt Zweifüßler oder was? Ja. Bipedie ist die Zweibeinigkeit, genau, okay. Der aufgerichtete, der zweibeinige Gang, wobei erstmal nur die Aufrichtung und der Gang gemeint ist. Ich möchte vielleicht, wenn Sie das interessiert, das Ganze noch mal ein bisschen begründen. Ja. Das heißt, wenn wir uns mal einen Bipeden, einen zweibeinigen Menschen und einen vierbeinigen Schimpansen in dem Fall anschauen, und der Schimpanse steht hier für die anderen heutigen Menschenaffen, dann fallen sofort natürlich viele Unterschiede auf. Die Unterschiede sind teilweise auch in einzelnen Detailknochen, in einzigen Knochenpartien sehr, sehr gut ausgeprägt und sehr, sehr gut studiert. Nur ein paar Punkte, die wesentlich sind, auch gerade für die Betrachtung und Beurteilung von Danuvius. Sie sehen, die Wirbelsäule des aufrecht stehenden und gehenden Menschen ist S-förmig gebogen. Sie sehen, dass der Brustkorb von uns Menschen eher breit und flach ist. Ja? Sie sehen, dass die Lendenwirbelsäule bei uns Menschen länger ist und mobil ist. Sie sehen, dass die Knie unterhalb des Körperschwerpunkts sich befinden, also eine physiologische X-Beinstellung hatten. Und Sie sehen, dass der Mensch und wir Menschen haben einen stabilen Lauffuß. Und ich möchte auf diese einzelnen anatomischen Aspekte, vor allen Dingen jetzt in der Einordnung von Danuvius, mal etwas näher eingehen. Sie sehen, die Wirbelsäule ist bei Menschen typischerweise S-förmig gebogen. Wir nennen das eine Lordosis. Und Sie sehen auch, bei Schimpansen und bei Menschenaffen ist die Wirbelsäule gerade und gestreckt. Würden wir uns jetzt mal eine Brustwirbelsäule von einem Schimpansen anschauen, das habe ich hier mal symbolisch dargestellt, dann sehen Sie, dass die Dornfortsätze alle nach unten am Rücken gebogen sind. Die Inklination oder die Biegung dieser Dornfortsätze variiert kaum. Das heißt, alle sind ähnlich, also sie variiert mit maximal 7 bis 15% zwischen den am wenigsten gebogenen und den am stärksten. Wenn wir jetzt eine menschliche Brustwirbelsäule uns anschauen, dann ist das Bild ein deutlich anderes. Sie sehen, die oberen Wirbel des Brustwirbelsäules sind weniger nach unten gebogen und die mittleren und tieferen sind deutlich mehr. Die Winkel variieren zwischen 23 und 39 Grad. Jetzt schauen wir uns zwei Brustwirbel von Danuvius an. Beziehungsweise bevor wir das tun, sehen wir gerade, was das für Komplikationen
Also hätte der Mensch eine gerade Brustwirbelsäule, hätte er im unteren Brustwirbelbereich enorme Probleme, die würden aneinanderstoßen, es gäbe keinerlei Beweglichkeit bis hin zu Schmerzen. Deswegen, da es die nicht gibt, ergibt sich aus der Lordosis, also der Biegung der Wirbel. Das heißt also, über die Inklination der Dornfortsätze können wir etwas über die vormalige Biegung der Wirbelsäule aussagen. Und jetzt kommen wir eben zu Danuvius. Und da haben wir zwei Wirbel, den ersten Brustwirbel und einen unteren Brustwirbel. Und Sie sehen die Unterschiede in der Inklination oder in der Biegung nach unten sind 39 Grad, also im Maximalbereich dessen, was für die Menschen gilt. Das heißt, dass Danuvius eher dem Menschen ähnelt in seiner Anatomie? In diesem Merkmal ja. Das heißt, wir können daraus schließen, dass die Wirbelsäule von Danuvius S-förmig gebogen war. Und das geht weiter. Sie können ruhig. Ja, das geht auch weiter, wenn wir uns jetzt mal den Brustkorb von Schimpansen und von Menschen mal von oben anschauen. Also wir schauen jetzt direkt auf den ersten Brustwirbel und dann sehen Sie, dass der Schimpanse einen relativ schmalen Brustkorb hat, der aber sehr tief ist. Ja? Dagegen wir Menschen haben einen breiten Brustkorb, der flach ist. Ja? Gleichzeitig sehen Sie auch an der Abbildung, dass die Wirbelsäule bei Menschen in den Brustkorb hineinrückt. Das heißt also, die Rippen biegen sich im Rücken etwas nach hinten und ziehen sozusagen, invaginieren die Wirbelsäule in den Brustkorb hinein. Und wenn wir uns jetzt den ersten Brustwirbel heute lebender Menschenaffen anschauen, dann haben wir auf der linken Seite links den Orang-Utan, in der Mitte den Gorilla und rechts den Schimpansen, dann sehen Sie, dass die Rippenansatzstellen, der sogenannte Transversalprozessus, der liegt horizontal. Das heißt also, die Rippe geht von denen ab und schließt sich ohne sozusagen den Wirbel in den Brustkorb hinein zu ziehen, zu imaginieren. Wenn wir uns jetzt den ersten Brustwirbel von Danuvius anschauen, dann sehen Sie, dass die Transversalprozesse so stehen. Das heißt also, der Wirbelkörper selbst ist in den Brustkorb hineingerutscht. Das ist genau die Ausbildung, die wir Menschen haben. Das heißt also auch von der Form des Brustkorbes ähnelte Danuvius uns Menschen, breit, aber relativ flach. Und mehr noch, wenn Sie sich gerade hinstellen und beginnen zu atmen, dann heben Sie beim Einatmen den Brustkorb hoch. Und im Wesentlichen bewegt sich unser erster Rippenkopf. Denn unser erster Rippenkopf hat nur eine einzige Gelenkung mit dem Wirbel. Und damit ist die erste Rippe relativ mobil. Wohingegen bei Menschenaffen es zwei Gelenkköpfe gibt. Ja, und deswegen sie stabiler sind. Sie können also, weil sie ja auch nicht zweibeinig stehen, den Brustkorb nicht so heben. Danuvius allerdings hatte nur eine Rippengelenkung beim ersten Wirbel. Also genau das Merkmal, was wir Menschen haben, was eine Anpassung an den aufrechten Gang ist, die Hebung des Brustkorbs beim Atmen. Das heißt, der Brustkorb und die Brustwirbel deuten darauf hin, dass die Brustwirbelsäule oder die Wirbelsäule generell gebogen war und dass der Brustkorb breit war mit einer Hebung in diesem Bereich und damit rein menschlich. Und das war jetzt ein Indiz, das Sie da gefunden haben. Reicht es Ihnen aus? Ja, wir haben noch ein paar mehr Indizien gefunden. Bleiben wir mal bei den Wirbeln. Wenn wir uns nämlich mal das Bild hier anschauen, dann sehen wir, dass die Verteilung der unterschiedlichen Wirbeltypen bei Menschen und bei Schimpansen oder bei Menschenaffen unterschiedlich ist. Insbesondere die Lendenwirbelanzahl ist bei Menschenaffen sehr reduziert. Menschenaffen haben typischerweise drei Lendenwirbel. Und diese drei Lendenwirbel sind auch gleichzeitig in die verlängerte oder zwischen die verlängerten Beckenschaufel eingezogen. Dadurch wirkt die gesamte Hüfte und Lendenbereich beim Menschenaffen sehr, sehr kompakt, sehr steif. Und diese Steifheit brauchen sie auch, um effektiv auf Bäume zu klettern. Menschen hingegen haben eine längere Lendenwirbelsäule. Sie haben mindestens fünf. Einige von uns haben auch sechs Lendenwirbel. Und diese Lendenwirbel sind frei beweglich, weil die Beckenschaufel kurz ist. Und darüber kann die Lendenregion sehr stark beweglich sein. Und das ist natürlich wichtig, wenn wir sozusagen unser Gewicht, unser Körpergewicht auf dem Becken halten wollen. Man muss dazu wissen, dass Lendenwirbel durch die Artikulation untereinander im Wesentlichen diese Bewegung, also eine Parasagittale, das heißt, die Wirbelsäule kann sich so bewegen.
wohingegen die Brustwirbel relativ steif sind. Das heißt, man kann erkennen an einem Wirbel, ob es sich im funktional im Lendenwirbelbereich mit dieser Beweglichkeit oder im Brustwirbelbereich hat. Und diese Wirbel, wo das sich verändert, nennt sich der Übergangswirbel. Und so einen Übergangswirbel haben wir von Danuvius gefunden. Ich zeige Ihnen das auf der nächsten Folie. Sie sehen rechts erstmal ein menschliches Skelett. Sie sehen in Rot, der Übergangswirbel ist der letzte Brustwirbel. Er besitzt noch eine Rippe, aber die Rippe ist sozusagen flottierend. Das ist keine echte Rippe. Ja? Bei Danuvius haben wir den Übergangswirbel, der in etwa in der achten Wirbelposition, viel weiter mitten im Brustkorb sich befand. Er hat eine richtig kräftige Rippenansatzstellen. Dadurch wissen wir, dass es kein unterer Wirbel ist, sondern dass er in der Mitte ist. Aber er ist ein Übergangswirbel. Das heißt, der Wirbel, der drunter kommt, ist bereits funktional ein Lendenwirbel. Damit haben wir einen Indiz dafür, dass die Lendenwirbelsäule funktional verlängert war. Wir wissen nicht, wie viel, vielleicht 6, vielleicht aber auch 7 Wirbel. Im Übrigen hatten auch frühe Menschen, also Urmenschen, 6 Wirbel. Auch Australopithecus hatte 6 Wirbel im Lendenbereich. Sodass also dann diese Flexibilität sogar noch größer war, als sie bei uns heute ist. Also auch die Lendenwirbel sprechen für einen aufrechten Gang und eine gute Möglichkeit, das Gewicht des Körpers, und das meiste Gewicht steckt ja in unserem Körper, auf den Hüften zu balancieren. Und wenn Sie diesen Übergangswirbel jetzt nicht gefunden hätten, hätten wir das nicht aussagen können. Das ist völlig richtig. Wir haben natürlich auch Glück im Unglück. Also Unglück, warum? Weil uns natürlich viele Wirbel auch verloren gegangen sind. Wir haben sie nicht gefunden. Wir haben nur 2 gefunden, aber auch sehr wichtige. Und so ist es häufig in der Wissenschaft. Das heißt, wenn man nicht das richtige Indiz hat, sollte man auch dann die Aussage dazu eher unterlassen. Aber wir haben natürlich Funde und es ist ja nicht alles, was wir haben. Also Wirbel sind ja nur ein Merkmal für den aufrechten Gang. Das heißt, da kommt noch mehr? Da kommt noch mehr. Schauen wir uns das nochmal an. Aufrechter Gang, wieder Mensch, wieder Schimpanse. Und jetzt gehen wir mal in die Knie. Ich habe da diesen Begriff Valgusknie. Das ist vielleicht nicht so, vielleicht eher bei den älteren Zuschauern, die eben da auch Probleme mit der Orthopädie haben. Normalerweise haben alle, wir Menschen, haben wir eine physiologische X-Beinstellung. Man sieht das sehr schön, wenn wir mal von frontal auf einen Menschen schauen und auf einen Menschen schaffen. Das heißt, wenn wir stehen, und zwar in Ruhe stehen, dann befinden sich unsere Knie direkt unter der Hüfte, ganz einfach, weil auch da der Körperschwerpunkt liegt. Ja? Das nennen wir funktionale X-Beinstellung. Wenn Sie jetzt beispielsweise einem Kindergartenkind sagen, mach mir mal einen Affen, wenn ich das mal so da, dann würden die so was machen. Aber was machen die jetzt? Sie haben nicht nur die langen Arme. Ja? Sie zeigen, da ist eine Beugung in den Knie, eine Beugung in der Hüfte, ja, und eine leichte Vorbeugung des Oberschenkels. Und vor allen Dingen wichtig ist, die Knie sind nicht unterhalb des Körperschwerpunkts. Im Übrigen, alle, die Sportler sind, wissen, dass wir, wenn wir die Knie gebeugt haben und in Belastung gehen, unsere Kreuzbänder reißen können. Das heißt, das ist für uns nicht wirklich eine physiologisch gute Stellung. Wir stehen fest und sehen hier uns um, aber das ist jetzt Goethe. Dem Tüchtigen ist nämlich diese Welt nicht stumm. Aber ich habe gehört übrigens, dass der Faust nicht mehr Unterrichtsstoff in Baden-Württemberg ist und ich würde jedem raten, das nachzuholen. Aber davon ganz abgesehen. Ja, die physiologische X-Beinstellung. Und wir können das erkennen und das sieht man auch sehr schön an diesen beiden Cartoons, wenn ich so will. Wenn Sie sich mal den Unterschenkel oder den Schienbein anschauen, dann steht das Schienbein zum Fuß senkrecht bei uns Menschen. Und bei den Schimpansen geht das Schienbein nach außen. Das ist also schräg. Ja, und genau das können wir dank eines kompletten Schienbeins bei Danuvius überprüfen. Sie haben hier... Das heißt, Sie haben ein komplettes Schienbein erhalten von... Von Danuvius, genau, ein komplettes Schienbein. Ja. Und Sie sehen hier mal einen Abguss des kompletten Schienbeins auf ein Rollbein modelliert auf der linken Seite. Und wenn wir da im Prinzip die Fläche des Kontaktes Schienbein-Rollbein mit der Längsausrichtung des Schienbeins uns anschauen, dann sehen Sie etwa 90 Grad, wie bei uns Menschen. Dasselbe für einen Schimpansen. Und da sehen Sie, dass der Schimpanse sozusagen nach außen gebogen ist. Oder was heißt gebogen ist? Das heißt also, die Längsachse des Schienbeins und die Fläche, wo der Kontakt zum Rollbein ist, hat einen Winkel von deutlich über 100 Grad. Und das ist eine ganz typische Ausrichtung für alle baumbewohnenden Menschenaffen. Das spricht also für eine physiologische Obereinstellung, wenn Sie so wollen. Und Danuvius hat genau so eine Knieposition, wie wir es haben. Weiteres Merkmal für die
aufrechte Fortbewegung. Jetzt haben wir ja schon einiges zustande gebracht. Das ist noch nicht alles. Das geht noch weiter. Ja, wir wollen uns mal die Kniestreckung anschauen. Jetzt gucken wir uns sozusagen das Knie wirklich an. Und zwar, auch hier sehen Sie natürlich die Knieposition unterhalb, direkt unterhalb des Beckens. Wenn wir, das ist jetzt ein menschliches Knie, und zwar von der Seite in gestreckter und in gebeugter Haltung. Sie sehen, dass der Kontakt zwischen dem Oberschenkel und der Gelenkfläche des Schienbeins am stärksten ist, wenn der Oberschenkel und das Schienbein gestreckt sind. Da ist die stärkste Auflage. Und wenn wir unser Knie beugen, ist diese Auflagefläche geringer und deswegen ist es auch die Stabilität geringer, die Kreuzbänder könnten reißen. Das liegt aber daran, dass das Tableau des Schienbeins Gelenkung wie ein Tisch ist, flach ist, horizontal ist. Bei Menschenaffen ist das ganze Gegenteil. Ich habe Ihnen mal ein Schienbein eines Gorillas mitgebracht. Ja, also hier sehen Sie, dass diese Gelenkfläche extrem stark gebogen ist. Und das bedeutet, dass er mehrere optimale Auflageflächen für den Oberschenkel hat. Das heißt also, in gestreckter Haltung ist das Knie bei Menschenaffen sehr, sehr instabil. Man kann das sogar auch grafisch darstellen. Das zeigt die nächste Folie. Also bevor dazu kommt, zeige ich Ihnen hier mal den bezüglichen Knochen, also diese Plateaufläche beim Danubius. Sie sehen, es ist flach wie ein Tisch. Ja, im Prinzip genauso wie bei Menschen. Und das kann man grafisch eben darstellen. Schauen Sie mal, wir haben hier diese Biegung dieses Tableaus haben wir im Prinzip in Ellipsen mathematisch dargestellt. Das heißt, umso flacher die Ellipse, umso weniger gebogen ist es, umso horizontaler, dann sehen Sie eben Homo sapiens und Danubius haben diese ganz flachen Ellipsen und bei Menschenaffen ist diese Gelenkfläche extrem stark gebogen. Und das deutet darauf hin, dass die Kniehaltung dieser Menschenaffen, Gorilla in dem Fall, dass die bevorzugt gebeugt ist und da auch seine größte Stabilität hatte und eben nicht wie bei uns Menschen gestreckt. Danubius aber hatte eine gestreckte Knieposition und zwar als physiologische Normalstellung. Also wieder ein kleines Teil in dem Puzzle, wo zusammenpasst. Wieder ein kleines Teil, welches erstaunlicherweise mehr und besser zu den Menschen passt als zu den Menschenaffen. Ja, schauen wir mal weiter. Wir haben auch noch in den Füßen interessante Merkmale gefunden, die auf eine Zweibeinigkeit hindeuten. Wenn Sie sich mal die Zeichnungen von den Füßen anschauen, dann sehen Sie, dass unser Fußgelenk generell ein sehr stabiles ist, unser menschliches. Warum? Weil wir im Wesentlichen sagittale Bewegung. Das heißt, wir beugen und strecken den Fuß in dieser Richtung. Wenn ein Menschenaffe zum Beispiel einen Baum hochklettert, braucht er ein viel beweglicheres, flexibleres Fußgelenk. Denn er tut das, indem er die Füße in sehr starke Flexion, also sehr stark anbeugt. Und jetzt kommt es auch noch in Inversion. Also die Fußinnenflächen werden nach innen gebeugt, um so am Baumstamm hoch zu klettern. Und das bedeutet ein sehr, sehr mobiles und bewegliches Fußgelenk. Nun kann man die Beweglichkeit im Fußgelenk erkennen, wenn man zum Beispiel eine Tibia hat, wie diese Tibia, also das ist jetzt die vom Gorilla oder eben die vom Danubius. Und an der Tibia-Morphologie erkennen wir, wie beweglich das Fußgelenk war. Tibia heißt noch? Das Schienbein, Entschuldigung, das Schienbein. Also letztendlich der Kontakt von Schienbein zu Rollbein. Ja? Denn wenn das hochbeweglich ist, und zwar in verschiedene Richtungen, auch das Eindrehen nach innen beweglich ist, dann verändert sich die Morphologie in diesem Bereich. Und das habe ich hier mal in der Grafik, die ist aus dieser Publikation. Das ist etwas komplex, ich will nur darauf hinweisen, die heutigen Menschenaffen sind das orange Feld oben rechts. Wir Menschen befinden uns unten links, da rot eingerahmt. Und mit dem schwarzen Kreuz sehen Sie die Position von Danubius. Er befindet sich im menschlichen Verbreitungsmuster und da auch noch unten links in dem. Das heißt also, der Fuß von Danubius war sehr stabil, war im Wesentlichen in diese Richtung beweglich. Er war kaum beweglich durch Beugen, also durch Inversion und Eversion, wie wir das nennen, des Fußes. Und das zeigt, er war, was die Anpassung an das Klettern in Bäumen wie Menschenaffen, war er absolut nicht geeignet. Sondern wenn er geklettert ist, dann hat er den Fuß eingesetzt wie wir. Das heißt, am ehesten ist es ja auch ein Fuß, der ans Laufen angepasst ist und nicht ans Klettern. Wir kommen aber vielleicht bei all den vielen menschlichen Merkmalen, gibt es natürlich auch ein paar Merkmale, die jetzt nicht näher mit dem Menschen vergleichbar sind, sondern eher mit Menschenaffen. Und da möchte ich eigentlich jetzt dazu kommen.
wir gehen mal zur Länge der Arme. Das ist ja auch etwas, was auffällig ist, wenn Sie Mensch und Schimpanse hier vergleichen. Menschen haben, wir haben kurze Arme. Das kommt uns manchmal nicht so vor, aber es ist tatsächlich so, unsere Arme sind etwa 75% der Beinlänge. Ja? Und wenn Sie aber den Schimpansen sich anschauen, dann sehen Sie schon mit bloßem Auge, die Arme sind länger als die Beine. Nun haben wir glücklicherweise von Udo Knochen aus den Armen und Knochen aus den Beinen. Und wenn Sie sich mal hier die Tibia, von der er sprach, und die also das Schienbein und die Elle vergleichen anschauen, dann sehen Sie, die Elle ist länger als das Schienbein, was schon mal nicht vergleichbar mit Menschen ist. Also unsere Elle ist kürzer als das Schienbein. Und Sie sehen aber auch, dass die Elle nicht viel länger ist. Sie ist etwa nur 17% länger als das Schienbein. Und das entspricht etwa den Proportionen, wie wir sie von heutigen Bonobos kennen. Ich habe mal hier eine Zeichnung. Sie sehen hier verschiedene Punktwolken in Blau ganz rechts unten. Das sind die Gibbons, die haben die längsten Arme. Die Arme sind 180% der Beinlänge, riesenlange Arme. Auch in Gelb sehen Sie den Orang-Utan. Auch der hat 50% längere Arme als Beine. Ja? Also viel länger als bei Danubius. In Grau sehen Sie Gorillas mit 130% und Rot, das sind die Schimpansen und die Bonobos. Also vor allen Dingen die roten Punkte. Am Rand der roten Punkte befindet sich das schwarze Kreuz. Das heißt, Danubius ist im Verhältnis der Arm zu Beinlänge, also 17% längere Arme, ist er vergleichbar mit Bonobus. Wir Menschen befinden uns im oberen linken Rand des Diagramms. Das heißt, wir haben viel, viel kürzere Arme. Das heißt, es ist jetzt ein Merkmal, wo er dann eher Richtung Menschenaffe geht mit diesem Feature? Oder? Ja, also auf alle Fälle ist die relative Armlänge am besten vergleichbar und die Körperproportion dann vergleichbar mit Bonobos. Allerdings ist es nicht so, dass die Arme funktionell identisch sind wie die Menschenaffen. Ich habe mal hier eine Elle mitgebracht von einem Gorilla, einfach weil sie groß genug ist. Was Sie hier sehen, jetzt bräuchte ich eigentlich doch noch die Elle von Udo, die hier drüben liegt. Können wir die holen? Ja, natürlich. Dann ist es vielleicht doch einfacher. Ja. Also neben dem Größenunterschied, wie gesagt, das ist ein Gorilla. Und die Tatsache, dass bei Menschenaffen alle die Elle gebogen ist, was letztendlich für das Baumklettern von Vorteil ist, ist die gerade. Aber was Sie auch sehen ist, dass dieser Einschnitt hier, das ist die Gelenkung, wo der Oberarm gelenkt und das ist der Ellbogen hier. Ja. Dieser Einschnitt zeigt bei Menschenaffen bei Orang-Utans relativ weit nach oben, wohingegen er bei Menschen und bei Danubius eher nach vorn zeigt. Und das heißt, dass bei Menschenaffen tatsächlich die meiste Kraft bei kompletter Streckung des Ellbogens ist. Wohingegen wir Menschen und auch Danubius auch Kraft ausüben können bei Beugung. Denken Sie nur mal an eine Liegestütze. Ja? Ich weiß nicht, ob man einem Schimpansen oder einem Gorilla Liegestütze beibringt. Ich würde es mal bezweifeln. Aber wichtig ist, dass Sie in der gebeugten Handhaltung weniger Kraftmöglichkeiten haben. Ganz einfach, weil das Gelenk noch weitere Streckung normal zulässt. Wohingegen das bei Menschen und bei dem Danubius nicht so ist. Das zeigt also, dass obwohl die Länge durchaus vergleichbar ist mit Schimpansen bzw. Bonobos, ist die detaillierte Anatomie des Ellbogens eher auch menschlich. Wir haben auch noch ein weiteres Merkmal, welches Richtung Menschenaffen eher tendiert, und das sind die Füße selbst. Das ist natürlich jetzt ein Bild, was viele kennen. Also der Mensch hat einen schlanken Fuß, einen schönen Fuß. Und der Mensch hat aber vor allen Dingen eine große Großzehe. Die Großzehe ist nicht nur lang und kräftig, sondern ist auch im Ballen ausgeprägt. Und dieser Ballen ist aber besonders wichtig für das Rennen, gar nicht mehr so sehr fürs Laufen. Ja? Sondern den Ballen brauchen Sie sozusagen als letzten Abstoß beim Rennprozess. Wenn wir uns dann Menschenaffenfuß anschauen, dann sehen wir, das Erste, was auffällt, ist, die große Zehe ist kürzer und vor allen Dingen, sie ist abgespreizt. Vor allen Dingen ist sie opponierbar, nennen wir das. Wir schauen jetzt mal den großen Zehknochen an, den wir von Udo haben. Wenn Sie sich hier in den drei Ansichten mal diesen Knochen anschauen, dann sieht man, dass dieser Knochen intern gedreht ist, also wir sagen tordiert. Das heißt, er hat eine Drehung. Und diese Drehung ist vor allen Dingen in die laterale Seite. Jetzt nehmen wir mal an, das wäre jetzt der Fuß von einem Menschenaffen oder von Danubius. Dann ist die große Zehe Richtung laterale Zehen gedreht. Dadurch kommt die große Zehe in Opposition
zu den lateralen Fingerknochen. Und das ist ein Merkmal, welches wir nur bei baumbewohnenden Primaten kennen. Weil das diese Opponierbarkeit natürlich im Prinzip aus dem Fuß eine Hand macht. Es gibt auch Menschen, die sagen, die Menschenaffen oder die Primaten sind keine Vierfüßer, sondern Vierhänder, weil die Anatomie der Hand ähnlich ist mit der des Fußes. Nun, und das ist bei Danubius also auch. Er hatte also Füße, die ein Greiffuß sind und damit letztendlich wunderbar angepasst sind an das Baumleben. Allerdings ist die große Zehe bei Danubius viel massiver, viel kräftiger, viel größer als bei Menschenaffen. Gerade zum Beispiel der Orang-Utan, der hat eine fast reduzierte große Zehe, da ist fast nichts mehr da. Und die Zehe ist eher von der Größe her vergleichbar mit Menschen, aber bei uns Menschen ist sie eben nicht tordiert, nicht gedreht und sie ist eng anliegend. Das heißt also auch hier ist es prinzipiell ein Menschenaffenmerkmal. Die Opponierbarkeit, aber die Kräftigkeit würde eher dafür sprechen, dass sie, also würde eher nicht so sehr auf eine Ähnlichkeit zu den heutigen Menschenaffen. Insgesamt aber eine ganz klare baumbewohnende Anpassung an Laufen auf Ästen. Das heißt, der konnte laufen, Danubius Guggenmosi, aber rennen konnte er nicht? Nein, rennen konnte er definitiv nicht. Er lief und zwar permanent, bewegte sich permanent aufrecht, gestreckte Knie, gestreckte Hüfte auf Bäumen und hat sich mit seiner opponierbaren Zehe sehr, sehr sicher festhalten können auf den Ästen. Wenn er auf den Boden kam, vermute ich, ist er genauso auch zweibeinig gelaufen, weil im Prinzip die Opponierbarkeit der Zehe hindert ihn nicht am Laufen. Aber rennen konnte er damit sicherlich nicht. Und jetzt haben wir quasi was von einem Menschenaffen und aber auch mehrheitlich vom Menschen. Und es ist jetzt zum ersten Mal, dass wir oder dass Sie solche Funde oder dass es solche Funde gibt. Oder ist das jetzt was, wo sich einordnet in die bereits bestehende Forschung? Nein, also das ist schon ziemlich sensationell. Es gibt natürlich schon, es gab Fossilien, die diese Mischung andeuteten in einer gewissen Hinsicht, aber die sind viel, viel jünger. Da gibt es zum Beispiel eine Gattung Ardipithecus, die ist 4,4 Millionen Jahre. Auch von der hat man interpretiert, sie ist zweibeinig, ja, laufend, aber im Baum, im Geäst. Aber das ist, wie gesagt, mehr als weniger als die Hälfte vom geologischen Alter und es ist nicht in Europa. Das Wichtige bei Danubius ist aber, dass wir von Danubius mehrere Individuen haben, dass wir auch letztendlich mehr zu seiner Biologie aussagen können. Ich gebe Ihnen mal einen kurzen Steckbrief hier. Es müsste eigentlich auf der nächsten Folie kommen. Wir haben jetzt hier eine Rekonstruktion, eine künstlerische Rekonstruktion, aber auf unseren wissenschaftlichen Befunden beruht. Und wir haben links ein ausgelegtes Skelett von Udo. Die Größe war etwas mehr als einen Meter. Er hatte 31 Kilogramm Körpergewicht, das männliche Individuum. Er war polygyn, also das heißt, er hatte einen kleinen Harem. Wir können vielleicht darauf zurückkommen, wie wir das schließen. Und er ist 11,62 Millionen Jahre alt. Das heißt, er hat in seinen anatomischen Merkmalen dominant menschliche, aber auch einige Menschenaffen-Merkmale. Und er ist insofern als Missing Link zu bezeichnen, wenn es überhaupt dieses Missing Link gibt. Das ist ja natürlich ein Modell, ein Denkmodell. Und wo würden Sie den einordnen, den Danubius Guggenmosi, in welcher... Das ist eine gute Frage, der wir letztendlich in unserer Erstpublikation noch nicht so in die Tiefe gegangen sind. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die Frage ist ja, wo im Stammbaum der Menschenfamilie oder Menschenartigen er sich befindet. Ich habe mal hier so einen Stammbaum mitgebracht. Ja, wir haben also hier alle Menschenartigen, das ist also inklusive der Gibbons, der Orang-Utans, der afrikanischen Menschenaffen und des Menschen. Und Sie sehen hier innerhalb der Menschenartigen als erstes zweigte sich vor über 20 Millionen Jahren die Gibbons ab. Und es blieb dann als Schwestergruppe zu den Gibbons die Menschenaffen im eigentlichen Sinne. Die bestehen aus der Unterfamilie der Orang-Utans, der Pongine. Und aus den afrikanischen Menschenaffen und den Menschen. Ja, und die Frage ist, wo können wir ihn einordnen? Nun, für die phylogenetische oder stammesgeschichtliche Position sind meistens Schädelmerkmale und Zahnmerkmale wichtig. Und aufgrund dieser Merkmale können wir ganz klar sagen, Danubius ist ein Vertreter der afrikanischen Menschenaffen und des Menschen. Das heißt, er befindet sich entweder am Stamm, an der Basis dieser Gruppe und wird damit der letzte gemeinsame Vorfahre von Gorilla, Schimpanse und Mensch. Oder er ist ein direkter Vorfahre und der letzte gemeinsame Vorfahre von Schimpanse und Mensch. Ja, ich möchte sogar nicht ausschließen, dass Danubius auch ein Vormensch war. Denn die aufrechte
Körperhaltung, das aufrechte Gehen war bisher das einzig charakterisierende Merkmal der menschlichen Evolutionslinie, nach bisheriger Theorie. Ja, jetzt sage ich, wir haben einen Menschenaffen gefunden, der aufrecht ging. Nun kann es aber sein, dass das aufrechtgehende Merkmal ein Merkmal der Menschen ist und dass damit Danuvius ein echter Vormensch ist. Im Übrigen lassen paläogenetische Daten das durchaus zu. Also wir wissen, dass die Trennung von Schimpanse und Mensch zwischen 13 und 7 Millionen Jahren und 11,6 liegt in diesem Rahmen. Also das ist durchaus möglich. Wir favorisieren aber erstmal die Sicht, weil der Schädel und die Zähne zeigen uns, dass es sich hier um einen Menschenaffen handelt, dass es sich hier um einen zweibeinigen Menschenaffen handelt. Das heißt, also Sie sind jetzt noch nicht fertig mit Ihrer Forschung, sondern es fängt jetzt eigentlich erst an mit Ihren... Wenn man so will, fängt es immer neu an, das ist klar. Nein, die Forschung ist nicht fertig. Wissen Sie, wir graben ja aktiv weiter. Jedes Jahr finden wir neue Reste, vielleicht jetzt nicht mehr vom Udo, aber letztes Jahr haben wir das zweite Weibchen gefunden und wir wissen genau, wenn wir nächstes Frühjahr weitergraben, dann werden wir weitere Knochen finden. Nein, uns fehlen wichtige anatomische Bereiche. Wir haben noch kein Becken. Es wäre schön, einen kompletten Fuß zu haben beispielsweise. Und es wäre natürlich auch wunderbar, einen kompletten dreidimensionalen Schädel vorweisen zu können. Ich bin mir aber sicher, eines Tages werde ich das machen. Was denken Sie eigentlich, wie Ihre Kolleginnen und Kollegen in USA oder irgendwo anders ihre Entdeckung aufnehmen? Ich weiß ja, die Scientific Community hält ja zusammen, aber ich denke, da gibt es auch gewisse Konkurrenzen um Aufmerksamkeit und Forschungsergebnisse, die vielleicht den einen nicht so reinpassen wie den anderen. Was denken Sie, wie die Fachwelt auf Ihre Ergebnisse reagiert? Also ich kann nur sagen, dass ich selbst erstaunt bin, dass ich bisher sehr, sehr viel Zuspruch. Sie wissen ja, es gibt ja bei solchen Publikationen wie diese in Nature gibt es ja einen Review-Prozess. Also diese Prozesse können manchmal sehr, sehr langwierig, schmerzhaft für viele Beteiligte sein. Es kann manchmal weit über ein Jahr dauern, bis dieses Manuskript dann alle Hürden genommen hat. War es schmerzhaft bei Ihnen? Oder? Nein, ganz im Gegenteil. Es war, in 7 Wochen war es abgeschlossen. Das ist also schon sehr, sehr sportlich. Und dieses einzige Kommentar meiner Kollegen war: Applaus, mehr davon. Ja, ursprünglich hatten wir einen dreiseitigen Artikel vorgestellt und die Reviewer haben gesagt, das ist sensationell, bitte mehr. Und wir haben dann einen 5-seitigen, das ist die längsten Artikel, die man bei Nature publizieren kann, sind 5 Seiten. Ja, das heißt also, zumindest von den Gutachtern gab es nur Applaus und ich habe bisher nichts anderweitiges gehört. Es ist meiner Meinung nach auch die Zeit vielleicht reif. Es ist ja jetzt nicht so, also zumindest für mich nicht so, dass Danuvius vom Himmel fällt. Sondern es gab schon vorher Zeichen in der Literatur oder letztendlich in Untersuchungen, die, wenn man sie richtig gedeutet hat, es ahnen ließen. Schauen Sie, die Anthropologie ist insbesondere gefährdet von folgendem Problem, dass die Interpretation der Daten auf der Theorieebene basieren. Das heißt, man hat eine Theorie und interpretiert seine Daten. Das heißt, die Daten werden immer in das bestehende Paradigma gepresst. Also die Brille, mit der man dann das sieht, das Framing. Und die Brille, zumindest der letzten Jahrzehnte, war extrem eingeengt. Bei mir ist nun so, dass ich auch aufgrund meiner Biografie, ich bin ja quasi eine Seiteneinsteigerin in der Paläoanthropologie, vielleicht diese Brille nie auf hatte. Und deswegen mir immer einen sehr, sehr vorurteilsfreien Blick erlauben konnte. Und von Beginn an habe ich dieses Paradigma, was Sie unter Out of Africa zusammenfassen können oder andere Begriffe, manche sagen, das ist die, oder ich nenne das mal Africa-Only-Paradigma. Das heißt, die gesamte menschliche Evolution, aber auch die gesamte, ist eine afrikanische. Das habe ich aufgrund der Datenlage nie nachvollziehen können. Und das eine ist, man kann es nicht nachvollziehen, man hat so eine gewisse Skepsis in sich. Und das andere ist, man kann es widerlegen. Und heute ist es uns gelungen, das heißt, sie widerlegen. Ihre Kolleginnen und Kollegen müssen sich jetzt eine andere Brille aufziehen, weil sie da im Prinzip durch Ihren Quereinstieg. Ja. Was mich noch interessieren würde, Sie graben ja nicht alleine, aber haben Sie eine bestimmte Grabungsmethode, dass Sie auf einmal so viele Ergebnisse da rausgezogen haben? Ja, man kann ja auch fragen, habe ich besonders viel Glück? Nein, ich habe nicht Glück. Es ist nicht Glück. Oder sagen wir es mal so, ein Wahlspruch von mir, wer Recht hat und Geduld, den können wir belohnen. Übrigens auch eine Anlehnung. Das heißt jetzt konkret? Anlehnung an unsere Klassiker. Das heißt konkret, dass wir tatsächlich an der Grabungsmethode gefeilt haben. Wir haben uns viel von Archäologen abgeschaut. Das heißt, ich empfinde manchmal paläontologische Grabung gar nicht das Wort wert, dass man sie nennt, sondern da geht es also eher um
Schatzsuche als um wirkliche Grabung. Schauen Sie, es gibt den englischen Begriff des Fossil Hunters und ich finde den eigentlich fürchterlich, weil ein Jäger, ein Fossilienjäger noch mehr, ein Jäger wählt aus, ja? Der schießt, wenn er denn schießt, also er schießt eher den Sechsender als den Dreiender. Ja? Also er selektiert die Trophäe. Ja? So wird selektiert, der Schädel ist eine Trophäe verglichen mit einem Fingerknochen. Oder ein Reptil ist wichtiger als ein, oder prestigeträchtiger als ein Fisch. Ein Säugetier prestigeträchtiger als ein Reptil. Ein Pferd wichtiger als eine Maus. Ein Menschenaffe wichtiger als ein Pferd. Das heißt, Sie sind keine Jägerin, sondern Sie sind erstmal eine Sammlerin und sammeln. Nein, ich bin eine Wissenschaftlerin. Aber das Sammeln, aber um dann genug. Schauen Sie, ich kann das ganz praktisch machen. Weniger als die Hälfte der 37 Reste von Menschenaffen haben wir im Gelände als solche erkannt. Weniger als die Hälfte. Die meisten haben wir erst nach Präparation im Labor oder nach anatomischen Vergleichen erkannt. Wir haben Knochen ausgegraben, die sahen wir haben Feldbücher, sagen Schildkrötenknochen. Die entpuppten sich als Menschenknochen. Das heißt, wenn wir nicht jedem Knochen, ich sag's mal fast so, den nötigen Respekt entzollen, dass wir sagen, wir graben, es gibt kein a priori schlechtes Fundament, alles wird penibel am Ende mit Nadel und Pinsel ausgegraben, dann hätten wir einen Großteil dieser Fossilien überhaupt nicht geborgen. Setzen Sie auch digitale Tools ein, Methoden? Ja. Was wären die? Ja, wir vermessen digital, wir nehmen auch Fotogrammetrie, das heißt, wir können sozusagen später dreidimensional, können wir die Flächen, die wir ausgraben heißt ja auch immer zerstören, aber hoffentlich nicht die Fossilien, sondern den Verband, den Gesteinsverband. Und das können wir so weit, wenn wir das so weit dokumentieren, auch rekonstruieren. Das ist viel Arbeit, vor allen Dingen, wenn wir so viele, wenn Sie Tausende von Funden machen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich vor allen Dingen, weil die Ergebnisse reproduzierbar sind und weil uns de facto nichts entgeht. Das heißt, reproduzierbar heißt aber auch, Sie könnten irgendwo anders graben und würden vielleicht auch solche... Ja, davon gehe ich aus. Also schauen Sie, diese Gesteinsschichten, wo wir Danuvius im Allgäu gefunden haben, die gibt es ja nicht nur in Allgäu. Die ganze Stadt München oder die halbe Stadt München steht auf genau demselben Gestein. Ja, wenn Sie mir irgendjemanden sagen, der mir da eine Erlaubnis gibt, ein Loch zu graben, dann hole ich Ihnen einen Menschenaffen aus der Stadt. Ich glaube, die Erlaubnis bekommen Sie jetzt wahrscheinlich nicht, aber das wäre im Prinzip Ihr Ansatz. Ich würde das ohne Witz sogar wirklich annehmen. Nein, das ist also... solche Funde sind spektakulär, solche Funde werden selten gemacht. Aber ich sage Ihnen auch, weil selten so wissenschaftlich gegraben wird. Fossilien sind keine Seltenheiten. Auch Menschenaffen sind aus Deutschland, im Süddeutschland, wahrscheinlich keine Seltenheit. Es ist also keine Ausnahme der Fund da. Es ist nur der Zufall, dass die richtige Person zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten vor Ort war. Gibt es eigentlich auch Menschen, die sagen, ist ja ganz nett, was Sie da machen, aber was bringt uns das eigentlich? Wie bringt uns das weiter in unserer... Das darf man sagen. Darf man sagen? Und was würden Sie da antworten? Dann würde ich antworten, ja, wenn es Sie nicht interessiert, dann lesen Sie was anderes. Nein, habe ich kein Problem damit. Natürlich, also gerade jetzt die historischen Wissenschaften, da kann man sich jetzt... Also ich sag mal so, es ist ein Teil der menschlichen Kultur, über das Selbst nachzudenken, zu reflektieren. Und dazu gehört auch immer das, woher komme ich? Und dann sind wir aber auch gleich bei der Schleife, wohin gehe ich? Ich könnte jetzt auch sagen, und ich meine das schon auch teilweise ganz ernst, dass nur wenn wir verstehen, wer wir sind, wir im Prinzip eine Vorstellung haben über das, was uns heute umgibt. Ich will nicht von der Zukunft sprechen. Die Zukunft ist mir aus philosophischen Gründen fremd, beziehungsweise wir können in die Zukunft nicht wirklich blicken. Aber wir können unser Hier und Jetzt verstehen. Und dafür brauchen wir aber ein Selbstverständnis, welches sich im Wesentlichen über unsere Vergangenheit oder über unsere Kultur speist. Das heißt, das Kulturelle, oder gehen wir noch weiter in der Vergangenheit, der evolutive Aspekt kann schon auch zum Selbstverständnis beitragen. Aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht notwendig. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn sich Menschen ihr Vertrauen aus der Religion holen. Das ist genauso für mich eine akzeptable Quelle wie aus der Wissenschaft. Also ich bevorzuge Wissenschaft und das ist mein Leben und deswegen tue ich das. Schönes Wort, ein schönes philosophisches Schlusswort. Frau Böhme, danke, dass Sie da waren. Und wenn Sie mich einladen, mit unserem Campus-TV-Team im Sommer ins Allgäu zu kommen, wir würden sicher gerne einen netten Beitrag mit bei Ihnen drehen. Ich denke, es ist auch spannend. Ich habe mal die Grube angeguckt, die sieht ja eigentlich nach nichts aus. Das fällt mir ein, wir haben über ein was nicht gesprochen, über die Bürgergrabung. Was gibt es da noch zu sagen? Ja, weil ich, und das ist schon einmalig, zumindest in Europa, weil ich eine Bürgergrabung ins Leben gerufen habe. Ich lade jeden ein, der, zwei Voraussetzungen braucht man. Man braucht Geduld
und Spaß an der Sache, mit uns mitzugraben. Wir haben bisher, seit 3 Jahren machen wir das, wir haben etwa 50 Volontäre im Alter zwischen 8 und 80 Jahren. Das heißt, keiner ist nicht in der Lage, das zu tun. Man braucht die Geduld und vor allen Dingen den Spaß. Und vor allen Dingen, dann steckt in jedem Menschen ein kleiner Entdecker. Und diese Entdeckerfreude in Menschen unterschiedlichen Alters und auch übrigens unterschiedlicher sozialer Stellung, weil wir können das finanzieren. Da lade ich also jeden wirklich ein, wer Lust hat mitzumachen. Wir graben 3 Monate im Jahr. Und ist es dann eher Tag der offenen Tür oder haben schon auch die Volunteers auch tatsächlich Funde gemacht? Nein, natürlich. Natürlich auch Menschenaffenfunde. Also das ist schon richtig mitgraben. Allerdings jedem steht offen, das einen Tag oder eine Woche oder auch einen ganzen Monat zu tun. Aber es ist schon, da wird niemand, das ist schon mitgraben. Aber natürlich jedem nach seinen Fähigkeiten. Es ist jetzt nicht so, dass also die Kinder und Jugendlichen, die übrigens sehr gern kommen, so mancher ist gegangen und hat gesagt, jetzt weiß ich, was ich studieren will. Ob es dann so kommt, ist eine andere Frage. Das heißt, wir dürfen nicht nur filmen kommen, sondern wir dürfen sogar auch zum Graben aber kommen. Ist das unbedingt. Richtig? Wunderbar, ja, das hört sich gut an. Ja. Frau Böhme, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Hat mich sehr gefreut, ein Teil von dieser Präsentation gewesen zu sein. Ich bin mal gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht und welche neuen Erkenntnisse dann noch auf uns kommen. Vielleicht sehen wir uns jetzt einmal im Jahr, um die neuen Erkenntnisse zu präsentieren. Mhm. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Okay, jetzt geht's.